Zur Triennale zeigt der Kunstverein eine Fotoausstellung, die 6 Fragen an das Wesen der Fotografie stellt. Co-Kuratorin Amli Zadi erklärt, worum es in den 6 Kapiteln der Ausstellung geht. Wie artikulieren sich Bilder als Möglichkeitsformen? Gibt es auch Bilder, die nicht abgeschlossen sind? Inga Kerber beschäftigt sich ganz stark mit den Prozessen, die zum eigentlichen Bild führen. Diese Bilder werden gescannt, werden digitalisiert, werden nochmal gedruckt und innerhalb dieser Prozesse passieren Veränderungen. Also wir haben hier leichte Farbverschiebungen, auch im Druckprozess zum Beispiel sehen wir, dass es manchmal Ränder und Streifen gibt. Das ist ein ganz spezifisches Merkmal dieser Arbeit, dass dieses Bild sich immer wieder weiter fortsetzt in unterschiedlichen Ausformungen. Wir haben uns hier die Frage gestellt, inwieweit Fotografie mit ihrem Material und mit ihrer Materialisierung überhaupt verbunden ist und inwieweit sie auch über diese definiert wird. Wir haben hier eine Arbeit von Charlotte Dualet. Das Spannende in ihrer Arbeit ist, dass sich diese Arbeiten über unterschiedlichste Materialitäten und Formen nochmal in den Raum übersetzen, die immer wieder auf das fotografische Bild referieren. Damit thematisieren wir Bildpolitiken, die einfach konventionalisiert von uns wahrgenommen werden, in den Medien beispielsweise. Hier haben wir das Magazin von Maurizio Cattelan und Pier Paolo Ferrari, einem italienischen Mode- und Werbefotografen. Dieses Magazin nennt sich Toilet Paper. Was die beiden hier machen, ist, dass sie die Bildsprache, die wir aus der Werbe- und Modefotografie kennen, aufnehmen und in sehr, sehr expressiven Bildtableaus einfach nochmal überspitzen und übersteigern. Hier stellen wir uns die Frage, welche Räume Fotografie überhaupt noch erschließen kann. Hier haben wir es zum Beispiel mit einer Demonstration zu tun, in Berlin, die aufgrund des NSU-Prozesses stattgefunden hat. Das Spannende bei diesen Arbeiten ist, dass Lidwin van de Ven sich immer an dieselben Orte begibt, an denen auch Journalisten sind. Was sie aber macht, im Gegensatz zu den Journalisten, sie setzt immer eine andere Perspektive ins Bild. Wir haben es ja immer bei diesen Demonstrationen, bei diesen Pressekonferenzen, immer ja mit medialen Inszenierungen und Performances eigentlich zu tun. Und Lidwin van de Ven sucht immer die Perspektive, die eigentlich das Abseits dieser Performances dokumentiert und aufsucht. Was kann uns die Fotografie zeigen, was bis jetzt unsichtbar geblieben ist? Was Susanne Kriemann hier bei dieser Arbeit jetzt gemacht hat im Speziellen ist, sie hat vom Naturhistorischen Museum in Wien, von der Gesteinssammlung, radioaktive Gesteine genommen und hat diese auf analogen Fotofilm gelegt. Und was hier passiert ist, dass über mehrere Stunden lang diese minimal radioaktive Strahlung eigentlich das tatsächliche Bild überhaupt mal herstellt. Also man sieht es hier an diesen Strahlen und auch hier den direkten Abdruck des Steines, der direkt am Material liegt. Stellen wir uns die Frage, inwieweit ist Fotografie ein Medium der Geschichte, der Geschichtsschreibung? Wie dokumentiert Fotografie individuelle und kollektive Erinnerung? Wir stehen hier vor einer Arbeit von der Berliner Künstlerin Peggy Boots. Sie hat sich hier in dieser Serie mit einem Archiv eines Tropenarztes beschäftigt. Er hat indigene Bevölkerung Ostasiens dokumentiert, so war der Begriff eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und was er eigentlich gemacht hat, ist, was man hier auch ganz stark sieht, man hat immer von diesen Porträts die Frontalansicht und die Seitenansicht, die auch irgendwie an Polizeifotografie beispielsweise erinnert. Es geht um diesen sehr stark konformierenden, eingrenzenden, historischen Blick auf Geschichte und diese Bildpraktiken auch den anderen oder auch fremde Völker so zu dokumentieren, hat sich ja auch in das Geschichtsverständnis eigentlich bis in die 80er Jahre mit heraufgezogen. Und das Spannende ist, dass Peggy Boot genau
an diesem Moment ansetzt, genau diese Bilder, diese Bildarchive, die diesen normierenden, eurozentristischen Blick generieren, kritisch zu hinterfragen. Was sie gemacht hat, ist, dass sie die letzte individuelle Information der Gesichter hier scherenschnittartig ausgelöscht hat und so nochmal ganz deutlich darauf hinweist, wie normierend und einengend diese Klassifizierung von Menschen ist. So wie viele Ausstellungen läuft auch diese bis weit über das Ende der Triennale hinaus. The Day Will Come When Photography Revises ist im Kunstverein in Hamburg noch bis zum 13. September zu sehen.